Hallo Leute, willkommen bei Anno 1800. Dies ist Teil 10. So, werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf unser nettes südamerikanisches Dorf. Ich denke mal, hier läuft jetzt fürs Erste alles ganz gut. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder in die alte Welt und vielleicht schauen wir erstmal kurz, genau, ob in Tannerville alles ordnungsgemäß läuft, aber das sieht ganz gut aus. Ja, seid ihr mit allem versorgt, was wichtig ist? Das ist unser gutes Recht. Ja, Seife ist ein bisschen knapp. Ja gut, die kaufe ich euch immer weg. Also die verkaufe ich euch immer weg. Und Bier ist auch immer knapp. Gut, ich denke mal, damit muss man aber leben. Jetzt ist die Frage, lasse ich hier noch ein paar zu Handwerkern aufsteigen? Ich denke, ja. So. So. Ja, jetzt haben wir aber ordentlich viele Handwerker übrig. Aber demnächst... Also hoffentlich demnächst können wir dann ja auch zu Ingenieuren aufsteigen. Dann brauchen wir überzählige Handwerker. So. Und hier kann man nicht aufsteigen lassen. Oh. Was fehlt euch jetzt? Bier wissen wir ja schon. Ah, ich habe nicht genug Stahlträger. Okay, gut, das ist natürlich ein Grund. Und Bauern habe ich noch mehr als genug, dann kann ich hier auch noch ein paar Bauern zu Arbeitern machen. So, und ich hoffe, dass dann auch die Bilanz hochgeht und ja, ganz gewaltig, die ist jetzt schon über 3000, so ist recht. Ja, hier einen Block mache ich noch. Und... ja, das mit der Seife werden wir sowieso demnächst anders regeln. Dann fällt auch hier der ganze Platzbedarf weg. Da kann man dann vielleicht später mal siedeln und erstmal noch mehr Brot und Bier anbauen oder so. Gut. Also, auf nach Paprikata. Da ist Paprikata. Ja, das sieht man mal. Das habe ich noch gar nicht so verinnerlicht. Oh, und sie sind unzufrieden, die Bauern. Das ist aber gar nicht gut. Ja, weil ihr noch kein Wirtshaus habt. Aber jetzt kann ich euch, glaube ich, ein Wirtshaus bauen. Dann geht es euch gleich viel besser. Ihr werdet sehen. Dann könnt ihr euch dann abends nach der Arbeit treffen. Und ordentlich einen saufen. So... so. Und was machen die Bedürfnisse so? Wir machen das Beste aus unserem Leben. Sehr gut macht ihr das, ja. Dann lasse ich die mal aufsteigen hier. Und dann braucht ihr mehr Fisch. Na, das wird sich gleich geben, denke ich mal. Ja. Und dann kann ich das Kontor nämlich upgraden, damit wir mehr als 75 Sachen hier im Lager haben können. Und ich guck mal, ob ich schon ein Depot bauen kann. So. Gespeichert. So. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Oh, Willy Wibbelsock und Prinzessin Quing. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Jo. Na, die ist ja eifrig bei der Sache. Okay, wir haben jetzt also hier ein bisschen Kleiderproduktion. Die dürfte wahrscheinlich bald knapp werden. Und wo mache ich die? Da will ich Schweineproduktion machen und Paprika will ich anbauen. Das mache ich vielleicht mal hier so. Muss ich mit den Wegen so ein bisschen... nach hüben und drüben. Eieiei, ja.
Hüben und rüben und nochmal rüber, so ungefähr. So, ich guck erstmal, wie ich die Paprikaproduktion anordnen will. So. Und zwar will ich nicht hier auf der Insel Dosenfleisch machen, denn dafür brauche ich Handwerker, sondern ich will einfach nur mal, ja, Paprika und Rindfleisch produzieren. Und hier mache ich vielleicht am besten hier eine Straße lang. So vielleicht, mal gucken. So. Gucken wir mal, ob das reicht. Paprika, das ist hier bei den Handwerkern. Gut, dann kommt das Rindfleisch hier hin. So. Ich glaube, das muss 6 entfernen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal. So, ja, genau so wollte ich es haben. Sehr gut. Daneben können wir dann das nächste bauen, aber jetzt brauche ich erstmal eins fertig. Ein Warenhaus wird so dran gesetzt. Straße so drumherum geführt. Und jetzt kommt hier in die Mitte der Paprika. Also die Paprika-Farm, um genau zu sein. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Ja, das denke ich mir, mein Lieber. So. Ah ja, genau. Und so reicht das dann schon. 108 Felder. Das ist doch ganz schön. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal verdoppeln. Das würde ich jetzt gerne... Irgendwie gibt es eine Möglichkeit, das etwas als Gruppe zu definieren. Das habe ich aber noch nie erfolgreich hingekriegt. Das würde ich aber gerne machen. Sowas als Gruppe definieren und dann kopieren. Das würde mir ganz gut gefallen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Okay. Ja, mit der Piratin. Die Waffenruhe wurde beendet. Meine Waffenruhe? Dann muss ich die ja auffrischen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. So. Waffenstillstand. Nicht bevor wir kriegen, was uns ja, zusteht. Ja, du kriegst deine 15.000... Du findest, das war ein Sturm? Du musst ja irgendwie nichts. Deine Mannschaft ernähren. Kann man dir noch schmeicheln? Leicht erhöht. Nahezu sicher. Ach, das lassen wir mal. Ich habe jetzt gerade genug bezahlt. Und wie sieht's bei ihm aus? Ein Schmeicheln. Leicht erhöht. Wahrscheinlich. Ich probiere mal, ihm die 7.000 anzubieten. Ich erkenne einen Schwindel, wenn ich ihn sehe. Na toll. Wenigstens zieht er mir nichts ab. All die verlorenen Seelen, die sterben würden, um zu leben, folgen mir. Einer, die lebt, um zu sterben. Okay, ja, dann irgendwann wirst du bestimmt sterben. So. Na, da sieht das nicht gut aus. Geschenk anbieten. Das probiere ich mal. Spielstand gespeichert. So. Und? Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Na, das wäre doch sehr ehrenvoll, ja. Gut. Ja, die hat viel mehr Militär als ich. Und sie? Wenn wir so kleine Fische sind, warum lassen sie uns dann nicht hat schwimmen? Hat etwas mehr Militär. Ich lass euch doch schwimmen. Ihr kommt mir doch immer quer. Nur er hat ganz ordentlich mehr Militär. Aber mit der Wirtschaft bin ich sehr überlegen. Oh, sogar Willi Wibbelzock hat mehr Militär als ich. Aber schwächere Wirtschaft. Mal gucken. Dem schmeicheln wir mal wieder. Ja, das trifft auf mich zu. Mamba übrigens die zäheste, wie du dir denkst. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also den möchte ich auf jeden Fall erstmal als Handelspartner haben und später dann auch als Allianz. Hier, die süße Zing kriegt auch was Nettes. Ach, ich hätte nie gedacht, dass ein Fremder mich so gut versteht. Ja, meine Liebe, ich schicke dir Rosen. Weil ich meine, man kann sich die 100 ja auch durch ab und zu mal ein nettes Wort erhalten, würde ich sagen. Gut, genug der Diplomatie. Jetzt Straßenbau. So, wenn ihr euch wundert, warum ich hier nur so praktisch eine Zweidrittelstraße drum gebaut habe, so kriege ich ein ordentliches Rechteck hin. Wenn ich hier auch Straße habe, passt's nicht. So. Okay. Gut. Und ich sehe schon, hier passt nicht noch mal eins hin. Aber da könnte ich vielleicht dann irgendwie ins Hinterland und hier rüber gehen. Dann müsste man das auch noch hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe zumindest, dass ich das noch hinkriege. Weil das wäre schon ganz nett, hier drei zu produzieren. Da kriegt man dann auch noch mal was unter. Weil die wollen bestimmt viel Dosenessen haben. Und ich produziere, schick dann das Rindfleisch und die Paprika mit einer Handelsgute auf nach Tannerville und dort wird's verarbeitet. So habe ich mir das vorgestellt. So. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ah, das Problem wird sein, dass wir hier keinen Anschluss kriegen. Aber das können wir hier ja umgehen, indem wir das hier wegmachen. So. Dann haben wir hier nämlich Anschluss. Wie? Auch gilt das nicht? Och, Leute. Ja, anscheinend gilt das nicht. Das hier zählt zwar. Ja, muss ich halt hier hochgehen. So. Ich hatte schon gehofft, dass ich irgendwie hier rüberkomme. Tja. Lässt sich das noch irgendwie hintricksen? Was ist das überhaupt für ein Vorkommen? Zementvorkommen? Naja, das werden wir wahrscheinlich irgendwann brauchen. Grümpf. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kriege ich hier nichts unter. Tja. Dann muss das hier erstmal weg. Ach, da wird nur ein Feld gelöscht. Na toll. Ganz toll. Dann machen wir hier dies. Ein Hof ohne Felder? So. Spielstand gespeichert. Und dann versuche ich das irgendwie anders hinzudeichseln. Ich meine, zwei würden auch erstmal besser als gar nichts sein, aber... Jo, so nach dem Motto, das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Möglicherweise könnten wir auf dieses Lagerhaus verzichten. Weil die beiden hier sind bestimmt noch nicht voll ausgelastet. Und dann könnte es gehen. So. Ja, das sieht sehr gut aus.
Wunderbar. Aber natürlich kann ich dann das Zementvorkommen nicht nutzen. Gut, wir haben aber noch ein anderes. Und im Zweifelsfall muss ich das hier dann mal umbauen. Okay. So. Jetzt ist Paprikata doch schon mal nutzbringend geworden. Wollen wir den Schnaps geben? Mal gucken. Sie sind jetzt halbwegs zufrieden. Tja, sie hätten halt schon gern Schnaps. Und die Arbeiter wollen dann natürlich auch Wurst haben. Aber das werden wir ja produzieren. Tja, jetzt überlege ich, ob ich vielleicht hier so eine kleine Ecke mit Schnaps mache. Ich denke mal, für den Steinabbau haben wir nicht genug Arbeiter. Nee, das machen wir dann vielleicht später mal. Aber das hier sollten wir freihalten für die Arbeiter. Da gehe ich jetzt in den Blaupause-Modus. So. Nee, ich will ein Lagerhaus. Jawohl. Und... Oder... Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, völlig richtig. So... Und dann kommen hier zwei Ziegeldinger hin. Und den Weg kann ich ja schon mal machen. So, der führt dann hier so drumherum. So. Ah, und da fällt mir auch ein, ich habe ja momentan Steine und hier ist dann schon der Weg relativ weit zum Lagerhaus. Also vor allem von hier dorthin. Darum baue ich hier jetzt mal eine Steinstraße. Von hier nach da zumindest. Das ist ja ein kurzer Weg. Ein Feuer ist ausgebrochen. In Tunnerville. Na, da muss ich da mal gucken gehen. Aber hier müssen die ja immer dahin fahren. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Schrecklich, schrecklich. Wo denn, Leute? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, wo ist die nächste Feuerwehr? Mobilisieren. Der Link ist für meine Unterlagen. Das ist gut. So, haben wir noch eine Feuerwehr in der Nähe? Ja, die hier. Okay, die sieht jetzt nicht so einsatzfreudig aus. Aber die ist ja schön nah. Kann man hier schon mal wieder renovieren? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Hier noch nicht. Die Flammen wurden gelöscht. Na wunderbar. Habt ihr gut gemacht. Oh, wie sie schleppen, die kleinen Männchen. So. Ansonsten hier alles klar. Sieht eigentlich so aus. Dann gehen wir mal wieder zurück. Spielstand gespeichert. Nach Paprikata. Oder ich beauftrage hier nochmal den Schiffsbau. So. Oh, ich kann ein Linienschiff bauen. Super. Super. So, dann reist du hier hin. Und dann lasse ich außerdem noch eine Fregatte produzieren. Ihr fragt vielleicht, warum ich keinen Clipper produzieren lasse. Jetzt hatte ich gerade einen Frosch im Hals. Der kann wunderbare 4 Sachen produzieren, aber der ist überhaupt nicht bewaffnet und wird dadurch auch schnell mal Opfer von Piraten.
Und die Fregatte kann sich sozusagen selbst ganz gut verteidigen. Und darum baue ich lieber Fregatten, obwohl die nur 3 Frachtplätze haben. Und dieses Linienschiff hat auch nur 3 Frachtplätze, aber ist bis an die Zähne bewaffnet. Und davon brauche ich mehrere. Weil es kann ja gut sein, dass ich früher oder später gegen die Piratin kämpfen muss. So. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? Ach, der jetzt. Das finde ich aber fies. Ich habe dir gerade was geschenkt, du Depp. Und er will nämlich immer 70.000, damit man nicht in den Krieg mit ihm tritt. Das finde ich zu teuer. Darum lehne ich das ab. Alles oder nichts. Und der fragt das nicht nur einmal, sondern der fragt das dann alle Viertelstunde, die 70.000 will er dann haben. Darum kaufe ich mir jetzt hier lieber einen Waffenstillstand. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Der kostet nämlich nur 22.000. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal ja, in uns. Ja, und der hält sogar länger als die Kriegsgeschichten. So. Das hier ist jetzt unmöglich. Ja, er hat ja einfach mal soeben unsere Beziehung von 33 auf 0 Punkte runtergebracht. Wartet nur ab, ihr Piraten. Wenn ihr mich dauerhaft schlecht behandelt und euch und nicht willens seid, euch mit mir anzufreunden. Jawohl, das wird euch irgendwann schlecht bekommen. Ich bin zwar sehr friedliebend. Das Haus Harlow liegt im Sterben, außer mir, dem schicksalsergebenen Instrument seiner Rache. Ja, aber du brauchst nicht Rache an mir üben, meine Liebe. Das wird dir sonst irgendwann schlecht bekommen. Aber jetzt machen wir erstmal Waffenstillstand. So. So, jetzt wollte ich doch ein bisschen Schnaps produzieren. Tja, eigentlich möchte ja auch das Dorf hierhin expandieren. Aber ich denke mal, für ein bisschen Schnaps sind die schon bereit, auch ein bisschen mehr in die Richtung zu wandern. So, gucken wir mal. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Ja, das ist gut so. Der ist schon ein Dödel. So, jetzt gucke ich hier nach einer kleinen handlichen Schnapsproduktion. So. Es gibt hier nur ein bisschen Schnaps, Leute. So, wahrscheinlich wird dieses Markthaus sogar ausreichen für Schnaps plus Steine. Okay. Und spare ich auf jeden Fall Platz. Schnaps. Ich habe so eine Übersicht gelesen, bei Twitter wurde das veröffentlicht, von einem, der, ach, das ist jetzt absichtlich Blaupause, der hat ausgerechnet, nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Also mach schnell, mein Lieber. Krieg erklärt, ja gut. Schmeckt gar nicht zack. So schlecht, wie jo. Ich dachte. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, zacki, Direktor. Zacki. Der hat ausgetüftelt, wie viel die jeweiligen Bevölkerungsgruppen von welcher Nahrung so zu sich nehmen. Und das war so richtig grotesk, weil die trinken, jeder Bürger trinkt oder jeder Bauer trinkt pro Minute 3 Liter Schnaps oder sowas. Und also ungeheure Mengen. Die verbrauchen mehr Schnaps, als sie Fische verbrauchen. Und ja, also hat so eine Art Pyramidenaufstellung gemacht. Und es war unglaublich, was da gesoffen wird. Einfach unfassbar. Ich meine, dass sie so zum Spaßvergnügen, oh, das ist gut. Die brauchen gar nicht so viel.
Das kann ich auch hier rübersetzen. So, dann passt das immer noch. So, also, jetzt probieren wir es nochmal. So, 43. Ja, das passt mehr als genug. Dann kann ich hier noch irgendwie Deko hinstellen oder sowas. Ja, auf jeden Fall wird jetzt hier ein bisschen Schnaps produziert. Und diese Bürger trinken dann natürlich nicht so viel Schnaps, weil ich nicht so viel produziere, wie sie eigentlich gerne hätten. Und jetzt werde ich hier das Dorf vergrößern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. So. Vor allem, wenn ich da die ganze Schweinegeschichte machen lasse, dann muss das Dorf schon relativ groß werden. Dann brauche ich bestimmt auch noch ein paar Zusatzmarktplätze, weil dieser hier dann nicht sehr gut platziert ist auf Dauer. Aber das ist nicht schlimm, so ein Marktplatz ist ja schnell mal gebaut. So. So. Holz haben wir reichlich. Gut. Sehr gut. Aber dann sollte ich vielleicht noch eine Fischproduktion starten. Wenn ich jetzt hier die Massenansiedlung mache. So. Nein, nicht hier. Hier. No. So, ja. Na, das mache ich ruhig bis hier ans Ende. So. Okay. Es sind immer noch nicht so viele Leute. Und wir haben noch Holzreserven. Das ist gut. So. Das grenzt an Erpressung. Jetzt schnell noch ein bisschen Fisch. Wir wollen ja nicht, dass wir hungern müssen. Jetzt 8 Stunden am Stück. Wussten Sie schon, dass man das Spiel auch abschalten kann? Ja, ich habe es immer wieder auf Pause gestellt. Ich soll nach meiner Familie sehen. Es ist so irgendwie goldig. Aber ich habe nach meiner Familie gesehen. Keine Sorge. So, so schnell verhungern die jetzt nicht. Okay, ich habe immer noch Bretter. Ob ich das einfach bis da hinten hinziehe? Nö, ich stelle hier noch eine Feuerwehr hin. So. Gehört dieses Land Ihrer Königin oder darf ich... Ja, nur zu, meine Liebe. Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen... Oh, das freut mich doch sehr. Vielleicht sollte ich auch nochmal eine Insel besiedeln. So. Spielstand gespeichert. So, hier müssen wir den Bereich des Holzfällers respektieren. So. Gebe ich jetzt hier erstmal Ruhe für den Moment? Ich könnte ja noch einen Weg zur künftigen Wurstfarm bauen. Hier ist eigentlich ein guter Übergang.
Ah ja, doch, geht. Sehr gut. So. Und dann lasse ich ein paar zu Arbeitern aufsteigen. So. Und hier auch. Na prima, das flutscht doch. Jetzt, was wollen die außer Wurst am dringendsten? Ich frag mich, ob diesmal besser haben werden. Kirche ist wohl noch nicht angesagt, nee. Okay, aber bald. Wurst machen wir. So. Okay, die hier kann ich nicht upgraden, aber die, die sind wohl noch zu neu. Gut. Okay, dann nehmen wir euch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, jetzt wollen sie bestimmt eine Kirche haben. Checken. Und Brot. Und Brot. Impf. Ja, da habe ich sogar genug Material für. Vom Stapel gelaufen. Dann muss ich hier diesen Weg wegmachen. So. So, dann könnten wir vielleicht auch Steine produzieren. Mal gucken. Wie viel Arbeiter brauchen wir? 50? Das wird knapp. So. Na, es geht gerade so. Okay. Jetzt können wir hier auch die upgraden. Habe ich da irgendwie Kanonendonner gehört? Nö. So, ihr werdet auch noch abgegradet. Jawohl. Der Beleg ist für meine Unterlagen. Ja, den Beleg, den kannst du dir aufheben. So, dann bauen wir erstmal ein bisschen Wurst an für die. Wo wir schon dabei sind. So. Oh, da habe ich nur so große Produktionsketten. Also relativ große. Ich nehme mal hier die eine relativ kleine. Vielleicht lasse ich die so quer laufen? Ja. Weil der Rest ist für Seife gedacht. Damit ich praktisch... Ah, die sollen ja die... gesamte Wurstproduktion auch für wie heißt's, für Tannerville übernehmen. Dann mache ich vielleicht hier die ganze Wurstproduktion und hier die Seifenproduktion. Also. Gut, dann reicht das hier nicht, dann fahr ich hier rüber. So. Spielstand gespeichert. Und jetzt ist mal wieder eine Frage, wie ordnet man das am besten an? Ich setze erstmal hier so eine Schweinefarm hier hin. Die kann ich dann ja verschieben und dann weiß ich, wie es hingehört. So, so ist das, glaube ich. Oder? Nein, so ist das nicht. Also. So.
Also, das hier muss quer. Und dann, wie viel brauchen wir? Die Waren stapeln sich. Ja, ja, ich weiß, ihr habt ja noch nicht mal Schweineställe. So gehört das. Okay, jetzt weiß ich, wie breit das Ganze ist. Da muss ich das ein bisschen nach rechts schieben. Und weiter unten hin. So. Das wird knapp. Ja, Lagerhaus kriegt ihr. Oh, oh. Und die Zeit läuft mir auch schon wieder davon. So, hier kommt der Weg hin. Ich baue jetzt hier noch diese eine Wurststraße. Oder das eine Wurstrechteck, damit die Wurstproduktion schon mal losgeht. So. So, ein Lagerhaus. Könnt ihr euch auch freuen, dass ihr ein Lagerhaus habt. So. Okay. Und jetzt kommen hier die Wurstfabriken hin, das heißt die Metzgereien. Ein schöner Weg. So. Und noch mehr Metzgereien. Und hier kommen noch Schweinefarmen hin. So. Jetzt denkt die Bevölkerung hier erstmal, oh prima, wir können Wurst für uns produzieren. Dürfen die auch erst ein bisschen Wurst essen? Und dann baue ich hier alles voll mit Wurstfabriken. Beziehungsweise mit Schweineställen und viel passt hier gar nicht hin. Aber gut, mindestens eins kriege ich noch unter und dann muss ich hier halt schustern. Und hier kann ich noch ein bisschen schustern. Schiff vom Stapel gelaufen. Und vielleicht auch hier noch mal eins. Und das wird dann der Seife gewidmet. Alles völlig legal. So, jetzt muss ich hier nochmal upgraden. So. Okay. Ich mache noch ein bisschen weiter. So. Und das nächste Mal, wenn ich mich um Paprikata kümmere, muss ich hier noch ausbauen. Wahrscheinlich bis hier an den Rand der Wurstproduktion. Ja, es gibt viel zu tun. Habt ihr denn genügend Klamotten? Süß wie Honig. Zu wenig Schnaps, das ist klar. Aber der Rest reicht. Das ist gut. So. Ja, ich denke mal, ich bin im Paprikata jetzt schon ein ordentliches Stück weitergekommen. Und das finde ich auch ganz gut so. Denn dann können wir Tannerville auch auf Dauer schöner machen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.